entweder ganz oder gar nicht, aber wenn du... Ich bewege mich, also bin knapp zur Million jetzt, bin knapp bei Million vom Verdienst her. Erfolg ist nicht gleich gekommen. Also das, das wusste ich. Wir möchten einer der besten österreichischen Branding-Agenturen sein für Selfmade-Millionäre. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir in Graz. Heute haben wir jemand Spannenden zu Gast. Die Dame ist für Brands tätig. Sie ist Mentor. Sie hilft, unterstützt Frauen, um erfolgreicher zu werden. Also ganz ein spannendes Thema. Wie sie das macht, was sie da macht, wird sie uns erzählen. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ich habe sie immer gesehen auf Facebook, Instagram und da habe ich gedacht, ich muss ein Interview machen. Liebe Viktoria, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich danke dir auch für die Einladung, für diesen wunderbaren Tag heute, den wir draußen genießen dürfen und natürlich auch für die Möglichkeit, mein Tun, mein Sein mit dir und mit deinen wunderbaren Zuschauern und Zuhörern mitzuteilen. Sehr gerne. Starten wir vielleicht gleich rein. Wie bist du zu dem gekommen? Das heißt, das, was ich, wenn ich deine Stories, deinen Feed verfolge, dann, es gibt viele, also ich kenne auch einige Männer, die vielleicht in so einen Bereich gehen, aber du machst ja doch sehr was Eigenes. Also ich kenne keinen, der jetzt vergleichbar mit dir ist. Wie bist du da reingekommen? Wie hat sich das entwickelt? Erzähl, die Bühne ist deins. Dankeschön. Ich glaube, bevor wir anfangen, über das große Erfolg zu sprechen, muss man immer zu den Wurzeln zurückgehen. Mhm. Und zu erkennen oder mal zu positionieren, wie ich zu denen gekommen bin oder zu dieser Frau gekommen bin, die ich heute bin, ist einmal zurückzuführen zu dem, dass ich natürlich den ganz normalen Weg gegangen bin wie alle anderen, ganz normalen 40-Stunden-Job, teilweise 80-Stunden-Jobs, teilweise drei Jobs, nur um sich das Leben leisten zu können. Dazu möchte ich jetzt gar nicht überspringen, weil es so viel ist. Also ich bin relativ jung. Aber es gibt schon eine heavy Vorgeschichte über mich. Das kann man sich auf YouTube überall nachschauen, nachlesen. Gibt's genug Stuff. Es ist natürlich schön zu sagen jetzt, okay, ich bin knapp zur Million jetzt. Bin knapp bei Million vom Verdienst her. Und es klingt alles so super schön und alles Lifestyle und was ich poste, was ich vor mir gebe, was meine Kunden für Resultate haben. Und teilweise glauben das die Leute nicht. Das hat sie sowieso, oder das ist ja super, alles easy. Aber in Wirklichkeit war der Weg gar nicht so super leicht, wie es jetzt aussieht. Mhm. Und du kennst die Geschichte, also nicht die Geschichte, sondern das Bild von Eisberg. Ja, alle sehen nur die Spitze und das schöne Eis, aber drunter ist sehr viel Mut, sehr viel unausgeschlafene Nächte, sehr viel probieren, auf die Schnauze fallen, auch als Frau mehrmals, also wirklich Lehrgeld zahlen, um auf diese Spitze zu kommen. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte mehrere Unternehmen eigentlich gegründet. Mhm. Insgesamt habe ich drei Unternehmen selbst gegründet und alle drei in Sand gesetzt. Also ich bin öfters pleite gewesen, bis ich dann natürlich gesagt habe, so aus, irgendwie muss ich da jetzt mal mich durchboxen, erfolgreich werden. Und ich war zusätzlich zu meinen Jobs, hatte ich einen ganz normalen Marketing-Job, wo ich Luxus-Branding verkauft habe für große Unternehmen, für ein sehr renommiertes Unternehmen hier in Graz. Also sie sind wirklich auf Positionierung und Branding spezialisiert, mega nice. Aber ich war dort trotzdem eine Angestellte. Also ich konnte mich nicht verwirklichen, ich konnte nicht das tun, was ich wirklich darf oder wollte. Und diese neue Maßnahmen, dieses neue Denken, das Social-Media-Denken,
das Alternativdenken, ja, also nicht mehr dieses typische BWL, wie geht Business machen auf alte Art und Weise, sondern die neue Art und Weise. Nämlich authentisch zu sein, nämlich sich zu präsentieren, omnipräsent zu sein. Das heißt eben, das ist das, was du siehst. Instagram, Facebook, dort, YouTube, ja, das ist Omnipräsenz. Das heißt, du bist überall irgendwo dabei und du poppst bei deiner Zielgruppe immer wieder wo auf. Und das war für mich dieses, also ich bin ein Trendsetter. Ich bin jemand, der neue Trends sucht, bewusst. Und aber auch diese Trends einsetzt in meinem Leben, in meinem Business. Und ja, ich habe gekündigt, bin ins kalte Wasser gesprungen, ich hatte keine Ersparnisse, gar nichts. Ich habe gesagt, okay, entweder ganz oder gar nicht. Aber wenn du merkst, okay, du wirst langsam irgendwie so ausgesaugt sozusagen und du tauschst sozusagen Sicherheit, ja, Sicherheit im Sinne von, du hast einen Einkommen, du hast ein Firmenauto, du bist sicher sozusagen, aber du tauschst diese Sicherheit gegen deine Energie, die quasi jeden Tag neu aufzuladen ist. Und irgendwann ist die Batterie leer, du hast zwar Sicherheit, aber du bist ausgesaugt. Also du hast es am Anfang, kann man sagen, beides gemacht, ja. Und hast nach einer gewissen Zeit dann gesagt, jetzt ist aus, habe ich das richtig verstanden? So in der Art, genau. Also ich habe ein ganz normales Job, 40-Stunden-Job. Wie gesagt, das war sehr anstrengend, weil ich war Territory Sales Manager. Das bedeutet, du bist für ein Gebiet zuständig und du musst liefern. Du musst Verkäufe bringen. Ja, und du verkaufst aber ein Hochpreissegment. Das heißt 20.000, 50.000, 100.000 aufwärts. Und wenn du dann sozusagen unter der Woche ganze Zeit unterwegs bist, mit dem Auto nach Wien, nach Kärnten, wie auch immer, bist du sozusagen zu 80% im Auto. Ja, du hast kaum Pausen, du kannst nichts essen, du bist auf jeden Fall unter Druck. Und neben dem Ganzen versuchst du aber dein Business aufzubauen. Okay. Also kannst du dir vorstellen, und das für eine Frau ist es enorm schwer. Und ja, und ich habe gedacht, okay, diese Sicherheit, die ich hier hatte, ja, die sich schön anhört, ist es das wirklich wert? Oder soll ich trotzdem jetzt wirklich Cut machen und sagen, okay, ich will frei sein? Okay. Und so hat eigentlich das Ganze bei mir angefangen, dass ich sage, okay, ich schneide alles weg. Ja, diese Sicherheit ist eigentlich keine Sicherheit, sondern ich gehe meinen eigenen Weg. Und ja, wie gesagt, habe mich innerhalb von 2 Monaten dann selbstständig gemacht. Bitte. Okay, das heißt, du warst angestellt, du hast die Selbstständigkeit nebenbei gehabt. War es schon das, was du jetzt machst, oder hast du zuerst ein anderes Unternehmen, ein Produkt, oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie bist du zu der Idee gekommen, zu dem, was du jetzt machst? Großartige Frage, super. Dankeschön. Nein, gar nicht. Also davor, wie gesagt, habe ich 3 Unternehmen aufgebaut, die sind alle nicht gut gelaufen. Dann war eben dieses Angestelltenjob und Selbstständigkeit zugleich. Und nein, ich habe tatsächlich, bin ich zuerst einmal in die Psychologie gegangen, aus einem bestimmten Grund, weil in dieser Zeit, wo ich dort angestellt war, hatte ich auch eine sehr krampfhafte Beziehung mit einem Mann. Okay. Und das Lustige ist, dazu möchte ich gerne mit dir etwas teilen, yeah. Gesetz der Anziehung und passe auf, was du dir bestellst. Mhm. Ja? In dieser Zeit, wo das ganze geschehen ist, war, also nonstop unterwegs, tralala, Beziehung, die ich mir gewünscht habe, die ich mir bestellt habe, nämlich, ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon Mentoren, von denen ich gelernt habe. Und mein Mentor sagte zu mir, okay, du musst konkret dir etwas bestellen. Mhm. Also bin ich hergegangen und habe mir einen Leonardo DiCaprio aus dem Film Gatsby ausgeschnitten. Okay. Habe dazu geschrieben, ja, bis wann ich es haben möchte. Okay. Und tatsächlich ist es 3 Monate später so passiert, dass ein Leonardo in mein Leben gekommen ist. Okay. Nur war das nicht der Gatsby. Interessant. Und ja, und das Lustige ist, ich habe mir genau das bestellt, was in dem Film war. Nämlich in dem Film, wenn du den Film kennst über Gatsby, da geht es um eine Beziehung, die eigentlich sehr oberflächlich war und sehr krampfhaft war. Also er wollte sie unbedingt quasi zurückgewinnen und hat das ganze Imperium aufgebaut, um sie einfach so als Frau zu haben. Okay. So, was hat es mit meiner Geschichte zu tun und zu der Selbstständigkeit?
ich bin sozusagen in diese Beziehung auch hinein. Mhm. Wir haben uns gehasst und geliebt und es war nicht das eine und das andere. Mhm. Und aus dieser Beziehung heraus, wie ich dann rausgekommen bin, bin ich sehr tief in die Psychologie gegangen. Das heißt, ich habe angefangen, Metaphysik, Quantenphysik mich zu beschäftigen. Ja, wie funktioniert unser Verstand? Wie funktionieren die Zellen, ja, die Gehirnzellen, die Neuronen und. Also ganz, ganz, ganz viel. Und da ist das erste Projekt entstanden, nämlich Weiblichkeitstrainings. Mhm. Und das ist eigentlich der Ursprung gewesen von dem, was ich heute mache. Also ich habe gesehen, das, was ich sozusagen erlebt habe und diese Praktiken, diese Meditationen, Hypnosen, dass das funktioniert, dann habe ich es einfach meinen Freundinnen weitergegeben, sage, Mädels, probiert's das funktioniert. Okay. Und so ist das Business entstanden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, irgendwie ist das sehr cool, sehr nice. Mhm. Und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit, ich bin Stier von Sternzeichen, es wird uns nachgesagt, wir brauchen uns ein bisschen länger, aber dann wumm. Und das ist genau jetzt bei mir. Dieses wumm ist gerade jetzt. Sozusagen. Ich drücke momentan voll auf die Pedale Gas. Okay. Und am Anfang, wo du dann in die Selbstständigkeit gegangen bist, hast du den Erfolg, den du dir erhofft hast, gleich gehabt? Hat er ein bisschen gebraucht? War es ein Rauf, runter? Wie war das am Anfang? Erfolg ist nicht gleich gekommen. Also das wusste ich. Natürlich bist du ambitioniert, eigenes Business, du bist endlich frei und erste Kunden kommen und alles. Aber im Endeffekt, wenn du die Zahlen nicht kennst, und du davor schon öfters das Geld verbrannt hast vor den anderen drei Unternehmen, wusste ich, okay, ich brauche circa ein Jahr, bis das Ganze ins Rollen kommt. Mhm. Es sind große Gelder reingekommen, aber ich habe auch groß viel investiert, um mich weiterzubilden. Das heißt, ich bin nie, also ich war nicht geizig an Weiterbildung, weil ich wusste, okay, wenn ich da jetzt investiere, bringt mir das doppelt so viel, weil ich ein neues Wissen bekomme. Also nein, Erfolg ist nicht sofort gekommen. Okay, und weil wir bei den Mentoren sind, gibt es da ein, zwei, die dir wirklich stark weitergeholfen haben? War das in Österreich, war das in Amerika oder du hast ja Wurzeln aus der Ukraine, waren da Mentoren dabei oder kannst du da jemanden empfehlen, wo wir sagen, okay, der wäre vielleicht gut. Empfehlen kann ich mich mittlerweile, also okay. So arrogant darf ich sein. Ja. ich muss sagen, ich habe wirklich durch die Bank ausprobiert. Mein allererster Mentor war Sam Owens, ist ein Multimillionär aus Amerika. Da war das erste Mal, wo ich, keine Ahnung, $5,000 investiert habe. Mhm. Und dann ging es weiter. Dann ging es zum Bayreuther. Das ist auch ein super cooler Sales-Trainer aus Deutschland. Also Carsten Bayreuther kann ich jedem, der in Vertrieb ist, weiterempfehlen. Ja, und so eigentlich ging es weiter. Bob Proctor sagt dir bestimmt auch was. Ty Lopez. Also wie gesagt, ich war auch bei einem Mastermind von Torben Platzer. Kennen auch sehr viele hier in unserem deutschsprachigen Raum. Was war noch ganz Großes? Da waren ganz viele kleine Mentorings dabei aus Österreich und Deutschland. Hier muss ich aber sagen, das waren alles Lehrgelder. Das war so mehr, dort ist die blaue Pille, die ich brauche. Im Endeffekt war nach dieser blaue Pille einfach nur eine Kotzerei. Sorry für den Ausdruck, aber man hat natürlich, keine Ahnung, dort 2.000, hier 5.000, dort 10.000. Das sind Summen, die für mich mittlerweile normal sind. Aber wenn du das Geld irgendwie, weißt du, beieinander hast und du möchtest gerne lernen, du gibst dein letztes Geld und du bekommst aber nichts geliefert, dann zahlst du eigentlich Monate danach für nichts. Also das größte Erfolg hatte ich ganz viel mit russischen Mentoren, muss ich zugeben. In Russland beziehe ich extrem viel Wissen. Die wiederum beziehen ihr Wissen aus Amerika. Und ich mixe so das amerikanische und russische Wissen ganz viel auch über Psychologie. Vor 2 Tagen habe ich ein weiteres Mentoring gebucht, $20,000 für eine Mastermind, wo es darum geht, wirklich das Business zu skalieren und zu automatisieren.
Mittlerweile arbeiten Mitarbeiter für mich. Mittlerweile habe ich ein Team. Das war früher alles nicht. Und was ich auch dazu sagen möchte, und ich hoffe, meine Energie erschlägt dich jetzt nicht, weil ich so viel zum Sagen habe. Es klingt alles so wow, 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 aber es ist wirklich ein Prozess. Und wenn du niemanden hast an deiner Seite, der dir sozusagen dich durch diesen Social Media Dschungel begleitet, der von oben quasi sieht, welche Route du, extrem du, gerade du, individuell fahren musst, dann kannst du sehr schnell in diese Minen tappen und explodieren. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt halt sehr, sehr viele, die, wie du sagst, sehr viel machen, aber die vielleicht genauer Unterstützung brauchen, wo man sagt, okay, den Dschungel, jetzt machen wir eine Autobahn draus und das ist, da fahrst du jetzt so dahin, als bevor man sich durch den Dschungel schlägt. Du machst jetzt sehr viel, du bist sehr präsent, du bist jetzt sehr erfolgreich. War dieser Erfolg, als du was geändert hast, wo du gesagt hast, ah, da muss ich was ändern, dass ich erfolgreich werde, hat es da einen Moment gegeben, hat es da ein Gespräch gegeben, hat es da etwas gegeben oder ist er nur langsam gestiegen oder war es wirklich exponentiell, dass es auf einmal innerhalb kürzester Zeit dann richtig gestiegen ist? Wie war das bei dir? Coole Frage, danke schön. Also sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, Interviewpartner. Definitiv. Also ich habe in Corona-Krise meine ersten plus minus 200.000 Euro verdient, wo viele Leute gejammert haben, ah, keiner hat Geld jetzt, alle sind jetzt so Corona. Und ich habe trotzdem gearbeitet. Ich habe mir jeden Tag quasi den Arsch aufgerissen, piep. und irgendwann bin ich natürlich im September dann ins Burnout gekommen. Ich war ausgebrannt. Ich habe so viel getan und dann zum Schluss nur noch wenig verdient. Ich war wirklich wie eine ausgequetschte Zitrone. Das heißt, ich habe nur noch gegeben, Gas, 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 Gas und irgendwann greift der Gaspedale nicht mehr, ja. Und ich habe tatsächlich, also ich habe mich für fast ein ganzes Monat habe ich mich eingegraben zu Hause. Ich habe niemanden mehr gesehen, niemanden sprechen wollen. Ich war leer, Emanuel. Ich habe nicht mehr gewusst, okay, was mache ich mit meinem Leben? Weil du fragst, war da etwas? Da war tatsächlich dieses Wumm, ja, wieder mal. Wie gesagt, möchte ich die Vorgeschichte nochmal aufgreifen, weil es zu lang ist. Aber nach diesem Burnout oder Vorstadium davon habe ich nochmals plus minus 4 Monate gebraucht, bis ich mich wieder aufgebaut habe. Alleine wiederum, weil ich nehme keine Tabletten, keine Ärzte, das ist bei mir. Und ich bin nochmals tiefer gegangen, habe nochmal Geld in die Hand genommen und gesagt, ich brauche jemanden, der mich aus der Scheiße rausholt. Ich wusste, dass ich jemanden brauche. Obwohl wiederum auch, also das klingt wiederum, okay, viel verdient, aber im Endeffekt Gelder, die, zum Schluss bleibst du irgendwann bei Null, ja. So, also habe ich nochmal das Geld in die Hand genommen, das waren tatsächlich Amerikaner. Und daraus ist das Business entstanden, was ich heute mache, nämlich Luxury Brands. Also luxurybrands.at ist meine Agentur. Und wir bauen Marken auf. Also wir bauen wirklich Personal Brands auf einen sehr hohen Niveau, auf einen Luxuslevel. Und sagen, okay, du bringst die Idee und wir verpacken es, machen eine schöne Maschel drauf und positionieren dich sozusagen in diesen Social-Media-Dschungel, wo du präsent bist und einfach wirklich auch die Kunden anziehst, die du wert bist. Okay, das heißt sozusagen, wenn jemand selbstständig will, eine Firma hat, da bist du der richtige Ansprechpartner, der dann zu dir kommt und sagt, okay, ich habe hier dieses Produkt oder wir machen dieses, wo du mit deinem Team schaust, dass mehr Umsatz generiert wird, dass der besser wird. Ja, mittlerweile so in der Art. Mittlerweile ist es aber so, dass wir uns unsere Kunden aussuchen. Also wir arbeiten auch nicht mehr mit jedem, sondern auch nur mit den Menschen, insbesondere gerne Frauen, weil ich doch in dem Frauensegment von Anfang an mit dabei war.
Frauen, die bereits fünfstellig sind, ja, die aber jetzt irgendwo stagnieren und sagen, okay, ich verdiene jetzt schon meine 10.000, 15.000 monatlich, ich möchte gern jetzt zum Next Level, 50.000, 100.000. Ja, wenn du so eine Frau bist, also in diesem Fall jetzt die Damen, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt skalieren, ich möchte jetzt noch größer werden, ich möchte jetzt erfolgreich, ich möchte jetzt auf die Bühne, PR, dann ist es ganz sinnvoll, wenn sie sich bei uns auf jeden Fall ein Bewerbungsgespräch holt. Okay, die Damen und die Männer, da gibt es ja immer so Unterschiede. Was würdest du sagen, du hast ja sehr viel Erfahrung in dem Domain, was ist da der größte Unterschied zwischen einer Frau, einem Mann? Ist das die Angehensweise, sind das Emotionen? Was ist da der Unterschied? Das heißt, wieder eine Top-Frage. Ich habe letztens gerade auf Instagram das Buch von Kiyosakis Frau empfohlen, wo es darum geht, um investieren, also wie du als Frau richtig investierst. Und da geht's auch gerade darum, eigentlich, ja, ist das Business für beide gleich. Business ist ein Wesen, es ist eine Energie und das kennt kein Geschlecht, Frau oder Mann. Aber in Wirklichkeit, wenn man wiederum in die Spiritualität geht, und da bin ich natürlich auch, von dort komme ich, unterscheidet sich männliche Energie von weiblicher Energie. Frauen verkaufen anders. Frauen reagieren auf Gespräche emotional. Es geht viel mehr um das Kreativsein. Frauen machen Business kreativ. Die Männer sind da straight a lot und Gemma, ja, sind sehr rational. Und deswegen ist Frauenbusiness einfach anders. Und das Problem von vielen Frauen war oder ist noch immer, und das schleppen wir schon wie viele Jahrhunderte mit, dass die Frauen sich unterdrücken lassen, ja, dass sie nicht laut sein dürfen, dass sie nicht authentisch sein dürfen, ja, zu bunt, du bist zu bunt, du bist zu laut, du bist zu schön, du bist zu keine Ahnung was, ja. Und da habe ich angesetzt, ich gesagt, ich will nur noch mit Größenwahnsinnigen arbeiten. Wenn du jemand bist, der wirklich groß denken kann, ja, aber vielleicht einfach nur so diesen Schleif, also diesen kleinen Diamantenschliff brauchst, dann bist du bei mir richtig. Ja. Männer wiederum ist nicht mein Klientel. Obwohl ich merke auf Facebook sehr viel präsent, dass die Männer zu mir kommen, in meine Facebook-Gruppe auch dabei sind, ja, mich bewundern, mich beobachten. Und da fällt es auch an Selbstbewusst, an Selbstliebe. Viele Männer würden gern so erfolgreich sein, schaffen es aber nicht, weil sie von der Kindheit her einfach, ja, nicht die Präsenz von Mama und Papa bekommen haben. Also das ist so groß, Emanuel, da könnte man noch tiefer gehen. Okay, kenne mich aus. Ja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr ein spannendes Thema. Okay, das heißt, die Damen, die zu dir kommen am Anfang, hast du ein bisschen anderes Thema gehabt. Das heißt, die Damen haben vielleicht, wobei jeder natürlich Probleme hat oder Herausforderung, Problem ist heutzutage in der Gesellschaft so negativ dargestellt. Jeder hat Herausforderungen, die er bewältigt hat. Am Anfang, was du gemacht hast, jetzt mittlerweile unterstützt du Frauen, die schon einen gewissen Stand haben, die andere Herausforderungen haben, sagen wir es mal so. Das heißt, war das wichtig, das Produkt sozusagen zu ändern, das heißt, was du am Anfang gemacht hast und jetzt für das, wo du heute bist, oder war es nicht so entscheidend? Oder weißt du, auf was ich hinaus will? Oder? Ich nehme an, dass ich es verstanden habe. Ja. Ja. Es gibt nach wie vor das alte Produkt. Ah, okay. Ja. Okay. Und es ist tatsächlich eine Reihe an Entwicklung. Das heißt, das alte Produkt heißt Mave, Macht der weiblichen Kraft. Das ist ein 5 Wochen Präsenztraining mit mir persönlich. Früher war das in Gruppen, jetzt ist es nur mit mir, wenn du wirklich Erfolge haben möchtest. Da geht es tatsächlich um die Weiblichkeit, um die Frau. Wie ticke ich? Wie tickt mein Mann? Wie ticke ich in der Gesellschaft? Wie funktioniert das überhaupt, Frau sein? Und das machst du nur online oder siehst du die Teilnehmer live? Alles online.
Heutzutage mache ich, also es ist, mittlerweile kann ich es mir erlauben, dass die Leute zu mir in, also nach Hause kommen. Es gibt eine große Empfangswohnung, aber grundsätzlich alles online. Und was ich halt dazu möchte, sagen möchte, ist, wenn du MAVE-Programm durchgegangen bist, wo es wirklich um die, um dich als Frau geht, bist du auf einmal so, ja, wie gesagt, on no limit, dass du sagst, so, und jetzt I'm ready to go. Und dann investierst du sozusagen in dein Business. Mhm. Also sobald du dich in diesem MAVE-Programm gefunden hast, was ist denn wirklich meins? Was kann ich der Welt geben? Mhm. Dann ist der nächste Schritt, okay, und jetzt baue ich mir ein Imperium auf. Kenne ich aus. Okay. Und also das alte Programm, das Programm MAVE, das erste Programm gibt sozusagen noch, das ist noch aktuell, das läuft, okay. Und das neue Programm oder neue, das, was du jetzt entwickelt hast oder gemacht hast mit dem Brand, ist aktueller, sagen wir so, das ist. Mhm. Okay, kenn mich aus. Mittlerweile deine Kunden Österreich, deutschsprachiger Raum, Englisch oder wo bewegen wir uns da? Ganz unterschiedlich. Also spezialisieren und Werbung machen wir natürlich auf deutschsprachige Menschen, Frauen in diesem Fall, Österreich, Deutschland. Aber Leute, die natürlich mich auf Instagram verfolgen, die sind teilweise auch Russen, teilweise Dänemark. Was hatte ich letztens? Eine Dame habe ich aus Italien. Also es sind wirklich, also einzelne Kunden kommen auch aus anderen Ländern, wo ich dann natürlich individuell eine andere Sprache verwende, zum Beispiel Russisch. Okay. In 5 Jahren, 10 Jahren, wo geht die Reise hin? Was hast du vor? Was sind die Pläne? Wie stellst du dir das Ganze vor, wo es hingehen soll? Ganz konkret, wir möchten einer der besten österreichischen Branding-Agenturen sein für Selfmade-Millionäre, vor allem aber im weiblichen Bereich, wirklich Frau, Selfmade, präsent als Marke, mit allem drumherum. Das heißt, also wir möchten so krass wachsen, dass wir sagen, bei uns kommen nur die Top-Elite rein. Also nur Frauen, die wirklich groß sein möchten. Das Ganze vielleicht verlagern nach Spanien. Also ich möchte gerne ein Office haben in Mallorca. Also dort ist eigentlich so meine Zukunft, sehe ich auch dort. Vielleicht sogar ein Gespräch mit Oprah. Und wirklich nicht mehr auf die Masse zu gehen, also nicht mit der Masse zu arbeiten, sondern wirklich Qualität bieten, ja, Qualität anbieten, weil die Masse, das machen so wie die anderen, die Mainstream. Ich möchte wirklich nur noch mit selektiven Kunden arbeiten. Deine Ziele, sehr groß. Was sagen Leute, wenn du mit denen redest? Das heißt, wie ist da das Feedback? Weil du hast, man sticht heraus aus der Masse, so wie du sagst. Natürlich überhaupt, wenn man sagt, okay, das sind meine Ziele, das habe ich vor. Wie war es am Anfang, wo du das jemandem gesagt hast, ich möchte das machen, ich möchte jenes? Wie haben da dein Umfeld reagiert? Wie ist es heutzutage? Das heißt, wenn du mit jemandem redest und du sagst, das habe ich vor, wie reagieren die Leute? Sind die alle positiv? Gibt es Leute, die sagen, hey, Victoria, bleib am Boden? Diese Bleib am Boden und Abers und wow, gibt es nicht mehr in meinem Umfeld. Also ich habe tatsächlich auch mich von sehr vielen Freunden verabschiedet, die nicht mehr, also ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber nicht mehr meinen Gedanken oder meinen Sein entsprechen. Weil es ist schwer, jemanden von etwas zu überzeugen oder zu sagen, hey, das ist cool, das funktioniert, wenn er 2, 3 Stufen niedriger vibriert. Mhm. Das heißt, du musst selbst auf einer bestimmten Frequenz vibrieren, wo du sein möchtest. Beispielsweise eben ein Office in Mallorca, wo man sagt, okay, man möchte Premium-Kunden anziehen, da muss man wirklich sich den Arsch aufreißen und einmal beginnen von Vibrationsskala, ja, dort zu sein und so zu vibrieren. Das heißt, auf High-Level zu vibrieren. Und ja, die Leute reagieren ganz gut. Die sagen, ja, bravo, also es gibt keine... Kaum, also ich würde sagen, es gibt keine Neider oder kaum, und wenn, dann sind es tatsächlich Männer,
Also ich habe. Okay. Nein, ich frage deshalb, weil ich höre das ja nur, also nicht, dass mir das bewusst ist, aber ich weiß, wenn einige Damen zusammenarbeiten, heißt ja immer, Männer sind da, da geht es wild zur Sache, aber die vertragen sich. Aber bei Frauen sagt man, ich will da nichts unterstellen, dass da doch ein bisschen so geredet wird und dann getuschelt. Und dass Frauen können ja gemein sein, Männer natürlich auch. Ja, ja. Und deshalb frage ich, du bist da in einem Domain drinnen, der sehr speziell ist. Deshalb war auch meine Frage, ob es diese Bleib am Boden und wer weiß und dann herumgetuschel und so weiter. Gibt's definitiv, aber wiederum, wie du dir das alles kreierst. Das heißt, wie du innen bist, also was du aussendest, das bekommst du sozusagen zurück. Wenn ich jetzt aussende, okay, everything is fine, wir gehen jetzt big, wir gehen jetzt zu 1 Million und zur nächsten und wir ziehen nur noch super coole Menschen an, die groß denken können, dann bekomme ich auch nur solche Menschen. Mhm. Ja, natürlich gibt's, also die anderen kommen mit. Das ist ein Prinzip von Magnet, ja. Magnet zieht alles an. Aber ich muss sagen, ich habe diese Coco-Damen nicht, also die quasi ja, das betreiben. Na. Okay, kenne mich aus. Kommen wir vielleicht noch einmal zu dem Thema zurück, weil ich das spannend finde. Es kommt jemand zu dir, eine Frau, die ist jetzt noch nicht dort, wo sie sein will. Sie ist auf dem Weg dorthin, sie probiert viel. Aber es läuft nicht. Was empfiehlst du der Dame? Wie würdest du vorgehen? Das heißt, kriegst du so welche Anfragen heutzutage, wo Damen sagen, ich bin verzweifelt, hilf mir. Was kann man seiner Dame sagen, schreiben? Was für einen Tipp würdest du der Dame geben, die jetzt zuschaut und sagt, ich will erfolgreich werden, aber es haut nicht hin? Ist eine sehr, sehr gute, aber auch tiefe Frage, ja, also tiefere Frage, weil hier geht es darum, einmal zu schauen, okay, wo will sie hin? Was ist ihr Ziel? Was hat sie denn schon alles gemacht? Weil Business aufzubauen dauert. Business zu führen ist eigentlich leicht, sobald du weißt, wie alle Mechanismen funktionieren. Wenn du ein automatisiertes Business haben möchtest, das bedeutet, während ich schlafe, kommen Anfragen auf meine Homepage und da ist so ein Funnel eingebaut, ja, ein Trichter sozusagen. Während ich schlafe, mache ich Geld, ja, weil sich die Leute eintragen, sie bekommen was und. Für die Damen, die jetzt sagen, okay, ich stagniere, bei mir funktioniert gar nichts, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, in erster Linie sich ein Gespräch bei uns zu buchen. Ja, wir bieten das für Interessenten wirklich kostenlos noch an. Aber da musst du auch ready sein. Das heißt, wir verkaufen dir jetzt nicht irgendwas, was du nicht brauchst, sondern wir schauen einmal, okay, wo stagnierst du genau? Weil eine Business sind vielleicht nur eine Schraube zu drehen und dann zack, vielleicht ist es einfach nur eine Preiserhöhung. Vielleicht ist das die Homepage, die nicht verkauft. Vielleicht ist die Homepage super schön, aber sie verkauft nicht. Vielleicht sind das die Verkaufsgespräche, die diese Dame führt, wo man sagt, okay, da kommt ein Einwand, okay, ich habe kein Geld und du stagnierst, weil du sagst, okay, du hast jetzt keinen Vorwand. Ja, oder wie löst man das? Das können alle mögliche Ursachen sein. Da müsste man wirklich in einem Gespräch, deswegen, das sind bei uns zwischen 30 und 45 Minuten, so ein Gespräch mit unseren Mitarbeitern, die darauf geschult sind, zu erkennen, okay, wo bist du und wo in den Rat, also in den Businessrat, wo hast du dich verloren? Also wo darf man jetzt sozusagen ein bisschen Öl nachschmieren, dass das Rad sich wieder dreht? Okay. Du hast so viele Coachings, du hast so viele Damen bei dir gehabt, nehme ich jetzt einmal an. Gibt es da etwas, was viele Damen vereint, wo du siehst, das ist vielleicht in unserer Gesellschaft oder in Österreich oder wie auch immer, das ist eher so ein Thema, an dem müssen mehrere arbeiten. Gibt es so ein Thema oder ist wirklich bei jeder Frau individuell? Oder gibt es so ein Thema, was mehrere mitverfolgen, mitbegleiten? Ja, definitiv. Erstens ist der Selbstwert.
Die 90% der Frauen, die zu mir kommen, egal ob sie jetzt schon fünfstellig sind oder erst ihre ersten 1.000 Euro oder 3.000 Euro verdienen, haben es mit Selbstwert zu tun. Hatte ich auch. Das heißt, die meisten verkaufen sich unter den Wert, verkaufen ihre Dienstleistungen teilweise, keine Ahnung, um 180 Euro die Stunde. Manches, ich habe gerade gestern eine Dame gehabt, aber nicht von mir, sondern in einem anderen Programm oder Mitbewerber, wo ich sage, okay, sie macht um 699 Euro 6 Wochen lang eine Betreuung. Wenn man sich das durchrechnet auf die Zeit, 6 Wochen, 700 Euro, das, was ich hier investiere, ist nicht die Relation. Das heißt, ich bin im Minus als Frau. Also Nummer eins bei den meisten ist Selbstwert und sich unter den Wert verkaufen. Nummer zwei, das in unserer Gesellschaft immer wieder vorkommt, ist sich nicht trauen, ich selbst zu sein. Ja, du bist, was ich vorher gesagt habe, du bist zu bunt, du bist zu laut, du bist zu schräg, deine Haare, ba 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 ba, und viele leben noch in diesem Glaubenssatz, was sagen die anderen über mich? Ja, also das sind die zwei, sage ich so, Cinderella-Syndrom, dass man sagt, okay, das sind die zwei größten Probleme der Gesellschaft, auch bei den Männern. Und das Selbstwert, woher glaubst du, kommt das? Ist das bei uns als Kind oder hast du da irgendeine Idee? Oder? Ideen genug und auch Antworten genug. Also die meisten Probleme mit Selbstwert kommen natürlich aus der Kindheit, also in 99% der Fälle. Aber wenn man da noch tiefer geht, und das ist zum Beispiel etwas, was ich erst jetzt seit Neuestem anwende, Hypnosen nach Milton Erickson, da gehe ich so tief, dass da teilweise Geschichten vorkommen aus früheren Leben. Ja, also das ist aber auch so ein Stoff, da muss man schon mit realisierten Menschen darüber sprechen. Also, was ist das für, Kukuruku, das funktioniert nicht. Also teilweise sind das Geschichten, nehmen wir eine Frau wurde vergewaltigt in früheren Leben. Das ist in deinen Zellen, in deinen DNA gespeichert. Also wir haben ein DNA in uns. Und wenn du das nicht verarbeitest, ziehst du das in das andere Leben mit, also in das jetzige Leben. Und das prägt dich, weil irgendwo in deinem Körper ist da sozusagen eine Zelle mit dieser Information gespeichert, Vergewaltigung. Und dann kannst du noch so viel Affirmationen machen, Business tun, bla bla bla. Du wirst nicht diese Decke durchbrechen, weil dich diese Information immer wieder von Verstand her, also das ist wiederum wie Verstand arbeitet, immer wieder daran erinnert, wenn du kurz vor deinem Erfolg bist, das könnte gefährlich sein für dich. Vergewaltigung, da geht's ums Überleben, um das Tod. Also du könntest quasi sterben, weil das ist gefährlich. Also da sind so viele Aspekte, die mit dem Thema Geld zu tun haben. Das geht so tief. Das kann ich jetzt nicht in so einem kurzen Interview erklären. Aber du machst sozusagen Hypnose oder bietest du an? Oder? Unterschiedlich. Also in meinen Programmen, das sind doch fast 2 Monate Programme. Also so das neue Programm, das VS Brand, da geht es wirklich darauf, also da habe ich mich darauf spezialisiert, wie du eine Selfmade-Millionärin sein kannst. In diesen 8 Wochen geht es sehr tief zur Sache. Also da werden auch Hypnosen angewendet. Okay, spannend. Okay, das heißt, kenne mich aus. Das heißt, die Damen, die kommen, unterschiedlichste Themen, die durchlaufen dieses Programm mit dir, mit deinem Team zusammen. Aber dort sehen sie dich auch selber, oder? Natürlich. Okay, ja, da sehen sie dich. Ich glaube, bei den Preisen, die ich mittlerweile auch für meine Arbeit verlange, möchte ich selbst auch präsent sein. Also früher habe ich Programme verkauft um 500 Euro und habe ich auch alles selbst gemacht. Jetzt bin ich in so einem Segment, wo ich sage, es ist wichtig, dass mein Mindset da reinkommt. Also ich kann natürlich mit meinem Team arbeiten. Das sagt mein Team betreut die Ladies. Aber die werden nicht dieselben Resultate haben, als wenn sie mit mir sprechen. Deswegen gibt es natürlich auch 2-mal in der Woche Calls, Masterminds direkt mit mir,
wo man sozusagen ja, eine intravenöse Dose von Victoria's Secrets bekommt. Genau. Mhm. Okay, cool, spannend, finde ich toll. Also Ladies, aufgepasst, beziehungsweise unter dem Video ist natürlich auch der Link verteilt. Da könnt ihr die Dame stalken, nachschauen und auf der Webseite alle weiteren Infos finden. Wenn wir bei dem Thema Geld sind, du gewinnst beim Lotto, morgen kriegst du 1 Million Euro zusätzlich zu deinem Konto, was jetzt schon oben ist, 1 Million Euro. Was würdest du machen, was würdest du tun, wie würdest du damit investieren? Umgehen? Definitiv investieren. Ich würde die Hälfte aufteilen. Definitiv Kryptowährung, Immobilien. Mhm. Ich schaue mir gerade auch die Empfehlungen von Kiyosaki, also da würde ich auch ins Gold investieren. Mhm. Den Rest würde ich sozusagen für mein Unternehmen aufwenden. Mhm. Und ein bisschen was übrig bleibt, ja, würde ich auf jeden Fall shoppen gehen. Okay. Es darf natürlich nicht fehlen. Natürlich. Okay, kenne mich aus. Das heißt, du würdest das ein bisschen streuen, ein bisschen unterschiedliche Sachen, natürlich auch fürs eigene Business. Definitiv. Du musst in einem bestimmten Segment, also wenn du definitiv sechsstellig bist, musst du fast die Hälfte wieder reinvestieren. Das heißt, du verdienst 100.000, es ist gut, wenn du 50.000 wieder investierst. In Werbung, in die Dienstleistung, in das Service. Das heißt, je qualitativer du deine Kunden sozusagen bedienst, desto mehr erreichen sie, desto mehr haben sie Spaß, desto mehr werden sie selbst wachsen und natürlich empfehlen sie dich dann weiter. Weil da bewegst du dich schon wirklich in eine komplett andere Nische. Also nicht Nische, in anderen Niveau. Mhm. Ja? Also ich bin wirklich ein Fan davon, in das Produkt zu investieren, in die Dienstleistung und in Hyper-Targeting. Also das heißt, dass man wirklich in das Netzwerk hineingeht, auf eine andere Art und Weise und dort sozusagen die Samen setzt. Okay. Kenne mich aus. Was mich jetzt auch interessiert hat zu dem Thema vorhin mit der Energie, das heißt, wenn eine Dame bei dir ist, kann es auch sein oder ist es auch manchmal, dass der Partner, weil bei Damen, die erfolgreich sind, wir leben in Österreich, tolles Land, wir haben, glaube ich, schon sehr viel getan für Gleichberechtigung, wenn man sich andere Länder anschaut, wir sind schon sehr weit, aber es gibt ja trotzdem, glaube ich, so Partnerschaften, sagen wir, wo so eine klassische Rolle ist, Frau, Mann. Ist es auch ein Thema bei Frauen, die, wo du auch gesagt hast, Gas, die wollen Gas geben, aber der Partner sagt, du Schatzi, ich bin jetzt daheim, wo ist das Essen? Ah. Weißt du, das ist ja ein banales, aber grundsätzlich ein sehr verbreitetes Beispiel. Ja. Ist da, wo du sagst, bei den Damen, du, die Partnerschaft, so geht's nicht? Oder gar nicht? Oder habe ich da ein falsches Bild jetzt? Gar nicht. Es ist, du hast ein bestimmtes Bild, ja. Und es ist auch richtig so. Hier gibt es wirklich, hier muss man wirklich, wie sagt man, Weizen von was trennen? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, den österreichischen Spruch. Da kehre ich wieder zurück, was wir schon besprochen haben. Du bist das, was du anziehst. Das heißt, ich als eine erfolgreiche Lady ziehe natürlich dementsprechend die Frauen an, die gar nicht in so einer Partnerschaft sind oder leben. Die gar nicht sich unterdrücken lassen. Das sind meistens Ladies, die eben wirklich Gas geben wollen, die unabhängig sein möchten, von Mann, von der Gesellschaft, von der Stadt, finanziell frei sein möchten und auch bereit sind, dafür zu gehen. Natürlich gibt es wiederum aber auch die Ladies, die sagen, okay, Schatzi, wo ist mein Essen? Mhm. Und da kehren wir wieder zurück zum Selbstwert. Weil auch diese Frau, die das Essen zu Hause für ihren Mann vorbereitet und für ihn da ist, als Frau, kann erfolgreich sein. Mhm. Es gibt genügend Fälle, wo die Frauen extrem erfolgreich sind und trotzdem in einer Partnerschaft sind, wo der Mann ist. Ja, verstehe ich. Das, was ich eher gemeint habe, ist, der Mann
hat es vielleicht schon so vorgelebt bekommen von seinen Eltern, Vater ist arbeiten, Mutter ist zu Hause. Und auf einmal, da meine ich jetzt gar nicht das Essen, sondern da meine ich, der Mann ist okay erfolgreich, aber die Frau beginnt jetzt Geld zu verdienen, und überholt ihn. Männer, gibt es Männer, die Ego-Probleme haben, hundertprozentig, ja. Das habe ich eher gemeint mit dem Essen, dass dann der Mann die Frau zurückholt und an sie zieht und sagt, du Schatze, mach dieses und mach jenes, herumzieht. Aber das hast du jetzt nicht. Oder deine Damen, die jetzt bei dir sind, weniger oder kaum. Genau, also okay. Bei mir ist eher, dass die Männer sich dann versuchen, entweder A oder B. Entweder kommen sie nach, also in meinem Umfeld, wie ich denke, wie ich handle, sind eher die Partnerschaften so, dass der Mann sagt, okay, cool, da möchte ich mitmachen. Ja, also zum Beispiel der Beispiel ist jetzt bei meiner VIP-Kundin, da hat der Mann sich entschieden, okay, er finanziert das Mentoring bei mir, seiner Frau. Sie ist jetzt schon die zweite Runde, also sie hat zuerst einmal die Mave durchlaufen, jetzt hat er es nochmal finanziert, weil er sieht das Potenzial von seiner Frau. Und ist auch eine Mama mit zwei Kindern und er unterstützt und sieht, okay, sie wächst und sie wachsen zusammen. Das ist natürlich optimal. Okay. Dann gibt es Männer, wie zum Beispiel auch bei mir, meine letzte Partnerschaft, unglaublich talentierter Mann, aber ich war ihm ein Spur zu schnell. Es kann sein, dass zwei Porsches fahren, ja, aber wie heißt das neue Porsche jetzt mit diesen 2,9 Sekunden auf 100? Das mit dem Turbo, unglaublich, das ist so geil. Auf alle Fälle, da geht es darum, dass wenn die Frau zu schnell ist, dass der Mann dann gar nicht mitkommt. Und da kommt eben das, was du gesagt hast. Dieses, mir ist so beigebracht worden, ich bin der Boss und die Frau muss da irgendwo. Ja, ich meine gar nicht jetzt... Ich habe es gar nicht abwertend gemeint. Nein, gar nicht, viele haben es ja unterbewusst, so wie du es jetzt auch richtig gesagt hast, in sich. Und ich behaupte einmal, dass einige dann ein Ego-Problem haben und sich verletzt fühlen, wenn auf einmal die Frau mehr verdient als der Mann. Oder wenn es heißt, man hat Kinder und auf einmal hat die Mama die Hosen an, weil sie das Geld nach Hause bringt und der Mann nicht. Da gibt es halt wahrscheinlich einige, die sich leicht tun, aber viele, die an sich arbeiten müssen, sagen wir es einmal so. Da möchte ich, wenn du erlaubst, da möchte ich wirklich eine sehr wichtige Sache hineinbringen. Die Frau wird immer der originale Captain von der Familie sein. Mhm. Ja, die Frau ist der Hals, so ist das in meiner Ideologie. Sie lenkt, wo geht die Familie hin, welche Richtung. Okay. Der Mann ist der Kopf. Der haltet das Ganze zusammen. Das bedeutet, wenn die Frau erfolgreich ist und sie auf einmal das Geld nach Hause bringt, kann sie, wenn sie schlau ist, und wiederum, da geht's um das Mabe-Programm von mir, ja, zu Hause eine unglaublich tolle Mama sein, eine Bestie im Bett und ein Mädchen, wenn es ums Thema, du bist mein Mann, ich bin deine Frau, sobald sie den Fuß draußen verlassen hat, dort kann sie der Boss sein. Mhm. Und da gibt es genügend unglaublich erfolgreiche Frauen, zum Beispiel Grant Cardone, Elena Cardone, ob dir das was sagt. Seine Frau, schau sie dir an. Sie gibt Vollgas und trotzdem ist eine unglaublich tolle Mama für die zwei Mädels. Ich kenne ihn leider. Also kannst du dir anschauen. Sie ist total, also sie ist also unter anderem einer meiner Vorbilder. Verena Bohr, also wie heißt die Bosch? Die Verona. Unglaublich auch stark, trotzdem Mama, trotzdem Liebhaberin, Mädchen zu Hause und trotzdem ein Popstar, also wirklich eine sehr erfolgreiche Frau. Das ist alles hier. Ja, wenn du, also, und da ist wiederum was, also abschließend, alles steuert die Frau. Das ist ein Gesetz. Die Frau kann eigentlich alles steuern. Ja, so dass sich der Mann noch immer als der König fühlt und er sagt, okay, ich bin der Boss, ich bin der Captain. Sie verdienen ihr eigenes Geld, aber wir sind in einer Partnerschaft. Und da ist es wirklich diese Balance ganz wichtig. Nicht du wenig oder ich und so weiter. Ganz wichtig, sehe ich genauso, aber ich glaube, dass es halt nicht immer dort ist und deshalb habe ich jetzt so nachgefragt. Ja. Okay, kenne mich aus. Spannendes Thema.
Ich glaube, dazu könnte man noch ein separates Interview. Ja, da könnte man noch viel, viel. Also ich glaube auch zwischen Männern, Frauen, wie, was, da ist, glaube ich, könnte man viel drüber reden. Mhm. Deine Eltern, du bist in einem Medium, das sehr modern ist, würde ich jetzt sagen. Facebook, Instagram, also meine Eltern haben es vor 2 Jahren entdeckt und sind dort aktiv. Wie sind es deine Eltern? Das heißt, das, was du machst, ist ja eine neue Generation. Verstehen die, was du machst? Was sagen die dazu? Was wollten deine Eltern, dass du einmal wirst? Ja, das ist schwer für mich zu beantworten. Ich spüre ihre Unterstützung. Mhm. Auf der Oberfläche, aber tief in ihnen weiß ich, dass sie nicht ganz den Ganzen zustimmen. Ich bin sehr präsent. Ich bin, also seit ich mein Personal Brand entwickle, da geht es darum, um authentisch zu sein. Mhm. Und authentisch bedeutet auch mal zu weinen, wenn es dir danach ist. Mhm. Wenn du sagst, vermasselt, das passiert, dies passiert. Weil so gewinnst du wirklich Vertrauen zu deinen Kunden, weil sie sagen, hey, sie ist zwar erfolgreich, aber sie hat auch Scheißtage. Und das ist etwas, wo meine Mama in diesem Fall, liebe Grüße an die Mama, wo sie sagt, ja, das ist zu viel, das ist zu weh, also mach das nicht so. Und natürlich versucht sie mich da zu schulen. Aber folgt sie dir auch? Also ist sie ja, auf sie Facebook und Co.? Überall dabei. Also natürlich die seriösen Bilder, ja, das liked sie alles und teilt sie weiter. Aber dort, wo ich dann im Pyjama herumlaufe, okay, und dann merkst du, da swipe man. Okay. Swipe sie weiter. Okay. Ja, ich glaube, das ist schon spannend, weil auch die Eltern sind in einer anderen Generation, Ukraine, vielleicht auch noch eine andere Mentalität. Du machst jetzt Instagram, du machst ganz andere Sachen, du wirst als Frau selbstständig, erfolgreich. Deshalb habe ich jetzt auch so nachgefragt, weil es, glaube ich, was anderes ist. Also auch für viele andere Damen, die sagen, hey, ich will was machen, aber vielleicht ihre Wurzeln ganz woanders sind, wo sie sagen, wenn ich erfolgreich werde, dann wer weiß, was die über mich denken und so weiter. Und es ist ein großes Thema, sehr groß. Also auch bei mir, mein Bruder, der akzeptiert es immer noch nicht, ja, dass ich eben diesen Weg gegangen bin und nicht den üblichen Weg, den man kennt, normal arbeiten zu gehen für jemanden, 40 Stunden. In diese Richtung. Das ist für meine Familie normal, weil sie auch denen nachgehen, ja. Aber wie gesagt, ich habe sehr viele Länder besucht. Also wie gesagt, da gibt es eine Vorgeschichte. Ich war ja sehr erfolgreiche DJ in meinen Mitte 20er. Ich war überall auf der Welt. Ich hab Dinge einfach anders erlebt. Mhm. Und für mich ist das normal. Für mich ist das normal, dass eine Frau frei ist in ihrem Tun, in ihrem Sein, in Geld verdienen, auf kreative Art und Weise und nicht hart, so wie es, also die Männer machen es halt eben auf eine andere Tour. Sie sind sehr direkt auch, rational, geh mal, Vollgas. Also wenn die Männer sich über Business unterhalten, dann möchte man sich verstecken. Ja? Okay. Ja. Liebe Viktoria, du bist erfolgreich. Wie würdest du den Begriff Erfolg oder was ist für dich erfolgreich? Wie würdest du das beschreiben oder für dich definieren? Gute Frage, weil Erfolg ist tatsächlich für alle anders aussieht. Mhm. Ja, wir leben in eigener Welt. Du hast deine Ansichten aufs Leben, ich meine. Mhm. Erfolg ist für mich, wenn du eine Vision hast, wenn du konkrete Vorstellungen hast, wie sieht mein nächster Morgen aus? Mhm. Und Erfolg ist unter anderem auch, so zu sein, wie man von Geburt an ist. Mhm. Nämlich sich zu realisieren, vor allem als Frau. Mhm. Das zu leben, was man innen drinnen hat. Wünsche, Träume, dass man sich das quasi erlaubt. Mhm. Und der Erfolg ist nicht nur in Geld zu baden. Erfolg ist auch, eine Mama zu sein, ist Erfolg. Mhm. Ein Führerschein zu machen, ist Erfolg. Mhm.
ein Buch innerhalb von 24 Stunden zu lesen, das 600 Seiten hat, ist Erfolg. Also Erfolg ist wirklich für jeden Einzelnen anders definierbar. Für mich ist es tatsächlich, das zu sein und so zu leben, wie man sich erträumt. Schön gesagt. Glücklich zu sein. Wann bist du wirklich glücklich? Was ist für dich Glück? Wie würdest du das große Thema Glück, sage ich jetzt einmal, für dich definieren? Mhm. Du kannst in jedem Augenblick glücklich sein. Mhm. Ja, ob es draußen regnet, kannst du entweder glücklich sein oder unglücklich, weil es regnet. Mhm. Aber grundsätzlich, Glück ist so ein Begriff, das ist so, das kannst du nicht angreifen, das kannst du nicht definieren. Es ist wirklich schwer zu bezeichnen, aber sobald du mit der Dankbarkeit beginnst, sobald du dankbar bist für jede Kleinigkeit, ja, für, wenn du morgen aufstehst und die Augen sind offen und sagst, okay, ich spüre mein Bett, ja, ich bin hier, ich bin präsent, ist das glücklich sein. Viele sagen, wenn ich das mache oder wenn ich das erreiche, bin ich glücklich. Oder wenn der Partner kommt, dann werde ich eine schöne Beziehung haben. Wenn ich eine Million erreiche, dann werde ich glücklich, weil ich mir das und das. Aber in Wirklichkeit ist Glück der Weg, den du dorthin gehst. Ja, dort hier erlebst du die ganzen schönen Momente auf dem Weg dorthin zu deinem Ziel. Und Glück ist auch etwas, was du nicht von jemandem oder von etwas abhängen machen darfst. Das heißt, ich werde erst dann glücklich, wenn. Sondern du bist immer glücklich. Der Weg, das ist es, ja, viele, aber du hast es sehr schön gesagt, ich glaube, der Weg dorthin ist für viele sehr anstrengend, aber genau das ist im Nachhinein etwas Schönes, was man gemacht hat. Hat es einen Moment gegeben in deinem Leben, der deine Ansicht, der dich verändert hat? Die gibt es immer wieder. Okay. Das ist, also ich muss sagen, ich bin so rapide gewachsen als Frau, als Unternehmerin, als Tochter, als Liebhaberin, dass es eigentlich, das sind so Quantensprünge, die in Wochentakt passieren. Okay. Kenne mich aus, ja, ich glaube, der Mensch, es ist schön, dass du sagst, weil du machst ja auch Coaching, du bietest selber was an, aber du lässt dich ja auch coachen, du investierst in dich selber. Ich glaube, das macht auch einiges aus. Weil wir dabei sind, dein heutiges Wissen, du hast viel, viel Geld in Coachings investiert, du hast dich auch weitergebildet. Was würdest du der Victoria, die 18 ist, mitgeben auf ihrem Weg mit deinem heutigen Wissen? Umgebe dich sofort mit Freunden, die schon dort sind, wo du hingehen willst. Suche dir solche Menschen, no matter what, egal wie schwer diese Leute zu erreichen sind. Geh dorthin, schau, dass du in diese Kreise kommst. Trenne dich von Zigaretten, Alkohol und Shisha. Und sei mutig. Wirklich, sei mutig, weil jeder Sprung ist sowas wie, und das erinnere ich mich von meinen DJ-Zeiten, wo wir ein Video gedreht haben, man musste von der Klippe runterspringen für ein Videodreh. Und es war für mich so, oh, ich habe Angst. Und diese Momentum, wo du da reinspringst, ja, und du die Nase zuhältst und die Kamera filmt dich, als würdest du super ausschauen. Der Moment, wo du ins Wasser springst, ist der Moment, wo du aus der Komfortzone rausspringst. Das heißt, wirklich mutig zu sein, weil du weißt, das sind Millisekunden zwischen der Klippe und diesem kalten Wasser. Sobald du einmal gesprungen bist, gewöhnt sich dein Körper an diese neue Temperatur. Und das ist dasselbe, egal was du im Leben machst. Also ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich verbrenne von der Sonne, weil ich zu lange da drauf stehe, oder ich traue mich jetzt darunter zu springen und ich weiß, nach Millisekunden werde ich mich dran gewöhnen an dieses neues Normal. Also Mut ist ein großes Thema bei mir. Okay.
Gibt es dieses Video noch auf YouTube? Gibt es definitiv. Übrigens, okay, fast 7 Millionen YouTube-Klicks, also es ist ja kein... Das Video? Ja. Wow. Es ist kein... Also war ein gutes Musikvideo. War definitiv sehr erfolgreich. Okay. Sehr cool, sehr cool. Ja, von meinen Fragen, ich könnte noch sehr, sehr, sehr viel fragen, aber wir haben einmal die Victoria kennengelernt, wir haben einmal aus der jetzigen Sicht, wie es dir geht, was du machst, das Thema Frau uns angeschaut. Es ist sicher noch viel Potenzial oben, wie das begonnen hat am Anfang oder wie die Reise hingeht, vielleicht sieht man sich ja auch wieder, dass wir uns schauen, wie hat sich das entwickelt. Ich sag danke, dass du dabei warst, dass du dir die Dreiviertelstunde, Stunde Zeit genommen hast für uns. Danke. Möchtest du noch der Community was sagen? Möchtest du den Damen, den Herren, die zuschauen, etwas mitgeben auf ihrem Weg? Gerne. Also für die Ladies da draußen, Mädels, wir sind alle Mädels, egal wie alt wir sind, ob 50, 60 oder 40 oder 20, geht wirklich raus, traut euch, ihr selbst zu sein. Und wenn es crazy ist, und wenn es bunt ist, und wenn das schrecklich aussieht, das bist du. Und genau das macht dich zu einer Persönlichkeit aus. Das ist authentisch. Das, was die Leute heutzutage, gerade in diesen Jahrzehnten, wo wir leben, das brauchen die Menschen. Echte Personen. Mit Emotionen, mit Up and Downs. Zeig dich, so wie du bist, sei mutig, hol dir gerne ein Gespräch mit unserem Team. Und für die Männer da draußen, Gentlemen, es gibt unglaublich tolle, talentierte Frauen mit sehr viel Power. Aber ich würde sagen, wenn die Männer in unserer Gesellschaft das Ego ein bisschen runterschrauben würden und dafür mehr Verständnis, mehr Selbstbewusstheit einschalten würden, da gibt es hier irgendwo einen Knopf, ja, dann würde die Gesellschaft viel mehr kompatibler sein. Dann gäbe es weniger Scheidungen, gäbe es weniger Stress. Also ich habe für beide Parteien eigentlich vieles zu sagen. Ich danke euch, dass ihr euch das hier ansieht, dass ihr ein Teil von uns, von unserem Leben seid. Und ja, alles Liebe für alle zusammen. Ja, besser hätte man den Schluss nicht machen können. Ich sage auch danke, danke fürs Zuhören. Es hat euch gefallen, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Wenn ihr es auf Spotify, Apple bzw. Podcast hört, abonniert den Kanal, falls ihr uns sehen wollt. Wir sind auch auf YouTube zu sehen. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.